Hallo, liebe Freunde. Heute machen wir einen erneuten App-Test, sozusagen mal einen Spieletest, mal zur Abwechslung. Ja, das Spiel nennt sich Six Guns und ist ein neuer Ableger von Gameloft. Da seht ihr es, so sieht's aus. Gibt es im Android Market. Ich habe euch unten im Video den Link wieder dazu geschickt. Und da könnt ihr loslegen. Ja, sobald man das heruntergeladen hat, dann wird man nochmal gebeten, nochmal extra was herunterzuladen. Das sind ungefähr um die 260 MB. Und sobald das dann erledigt ist, könnt ihr loslegen. Jetzt starten wir das Spiel. So, lade, lade. Ah, da geht's schon los. Ja, Ladezeit ist sehr lang. Mal kurz vor die Straßenbahn, für zwei Haltestellen ist es nicht gedacht. Ja, weil ihr dann schon wahrscheinlich schon am Ziel sein werdet, bevor das Spiel überhaupt gestartet hat. Ich hoffe, es ist jetzt laut. Ja, es ist wie gesagt noch der Ladebildschirm. Ah, und da seht ihr schon, so sieht das Spiel aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Und erinnert sehr stark an Red Dead Redemption, falls wer das kennt. Man hat hier eine Karte, man kann frei rumlaufen, man hat ein Pferd, man ist ein Cowboy und man muss töten und schlagen und Quests lösen und... So, jetzt nehmen wir hier mal eine Quest an, töte die Plünderer. So, jetzt soll ich mein Pferd-Symbol berühren. Und schon seht ihr, die Grafik ist echt wunderschön. Für ein Handyspiel muss man echt sagen, wow. Wer braucht da heutzutage noch eine PS Vita? Ja, hier könnt ihr nochmal laufen. Handysteuerung ist wieder mal gewöhnungsbedürftig. Und ja, jetzt sollen wir halt auf dieser Karte da den Strich, den Navigationsstrich folgen. Das machen wir auch mal. Wie ihr seht, man hat da auch so schöne Effekte, dass man auch weiß, wo man wirklich lang rennt. Ja, das Spiel sieht wirklich sehr, sehr gut aus für ein Handyspiel. Wahnsinn. Ich freue mich, wenn die Quad-Core-Prozessoren kommen, was ganz tolle Spiele kommen. Jetzt gehen wir da mal hin zu dem Typen hier. Oh, da ist er schon rumspallern. Ja, man kriegt jedes Mal Geld und halt Erfahrungspunkte. Man steigt Level, man kann neue Waffen freischalten. Man kann mit Facebook natürlich teilen, beziehungsweise Social Network Zeugs. Geht mal einfach auf weiter, dann hat man jetzt das Tutorial jetzt beendet. Toll. So. Wieder die Minikarte. Überlebe auf dem Hügel. Ja, was ich euch noch zeigen wollte, hier oben ist ein Shop. Da könnt ihr auf jeden Fall Waffen kaufen mit eurem verdienten Geld. Ihr könnt sie upgraden, wie auch immer. Auch Klamotten und Pferd. Da seht ihr könnt auch euer Pferd noch tunen extra. Ja, sehr umfangreich. So, rufen wir einfach unser Pferd und folgen mal wieder den tollen Strichen. Ja, sehr schön. Mach, wir gehen einfach querfeld ein. Quer übers Beet. Wird schon keinen stören. Ja, ist das da vorne schon das Ziel? Oh Gott. Ja, das scheint schon das Ziel zu sein. So.
machen wir hier mal alle mal ganz kurz fertig. Schön, dass es eine Zielhilfe gibt. Die kann man auch ausschalten natürlich. Aber ich bin nicht so der Handyspieler. Warum greifen die mich nicht an? Ja, wie man sieht, die KI ist nicht gerade schlau. Nachladen. Man kann auch in Deckung gehen. Aha. So, noch 10 Sekunden. Das halten wir doch durch. Ja, den nehmen wir auch noch mit. Jawohl, da ist er down. Ja, jetzt chillen wir ein bisschen am Baum. Sind froh, dass wir 10 Millionen Menschen getötet haben. Jetzt haben wir schon unsere erste Mission beendet. Die nette Frau sagt uns immer wieder, aha, ihr seid so gut. Jetzt haben wir schon nächstes Pferd schon aktiviert. Sehr schön. Ja, und weiter geht's. Und so verläuft eigentlich das Spiel. Es ist wirklich ähnlich mit Red Dead Redemption. Nur, dass es halt nicht ganz so schick aussieht und nicht von Rockstar Games ist. Aber das ist auch nicht so schlimm. Es macht auf jeden Fall Spaß. Auch für die Bahn ist es mal nicht schnell gedacht, wenn man mal eine Haltestelle fährt. Ich halte natürlich von so Handyspielen mit dieser Steuerung hier nicht so viel. Dadurch spiele ich auch nur mit Zielhilfe. Oh, was ist da jetzt los? Oh, oh. Ich habe das Gefühl, wir müssen töten. Ja, besonders schwer ist es bisher nicht. Oh ja, Alter. Jetzt hat sich anscheinend das Spiel aufgehangen. Ich fasse es nicht. Ja, sehr schön. Ja, wie ihr seht, tolles Spiel, tolle Grafik. Kann ich empfehlen. Besonders wegen der schicken Grafik macht es auch besonders viel Spaß. Ja, die Handyspiele werden immer verrückter und ich bin auch froh, dass es auch so ist, dass das vielleicht auch die Handheld-Konsole irgendwann ersetzt und dadurch man auch eine Menge Geld spart. Besonders ist das Spiel auch kostenlos im Market. Wahnsinn. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen.